Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Sehen. Das wäre auch noch interessant zu wissen. Aber wenn das von dir kommt, echt cool. Professor Davids, moin. GG. Jawohl. Und dann würde ich sagen, markieren wir den mal. Geschafft. Und dann machen wir weiter mit Peter der Killer. Peter der Killer. Ups. Vielen Dank, dass du mein Level spielst. Das ist das dritte, denke ich. Genau. Aus Super Mario Exe. Ein Halloween-Level von mir. Das ist der Hard-Modus. Viel Spaß mit mein Level, dein Peter. Happy Halloween. Ach stimmt, heute ist ja Halloween, ne? Halloween! Allerdings ist mir Halloween relativ egal eigentlich. Tatsächlich. Weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr so richtig Bock auf Halloween oder dieses Jahr eher nicht? Ich hab die einfach ohne Absicht gefunden, während ich ein Level gespielt habe. Oh, das ist dann cool. Das ist nice. Navaru, guten Morgen. Willkommen im Stream. Super Mario Exe. Nicht wirklich? Ich weiß nicht, es gibt tatsächlich so ein Spiel. Ich denke mal, das ist so ein bisschen nachgebaut. Wir hüpfen einfach mal. Und da kam wohl einer nicht durch dieses Hindernis durch. Wie kannst du so schnell springen, dass du da durchkommst? Ist doch nicht so schwer, oder? Keine Ahnung. Aber gut, manche haben damit Schwierigkeiten. Ich muss sowieso jedes Halloween arbeiten. Und da mache ich eh nie was. Ja. Ah, stimmt, das Animal Crossing Event gibt's, ja. Stimmt. Ah, ich hab null darauf hingearbeitet, auf das Event. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ob ich da reinschauen soll. Keine Ahnung. Du. Ah. Bisher ist es eher so ein Blue Jump Level. So nennen sie sich ja. Oder Extreme Jump Level. Ah. Okay. Gut. Perfekt. You can never escape. Fliegende Röhren. Na gut, das ist ja ein Horror-Level. Da gehört das dazu. Danke fürs Spielen. Okay. Nierenstein, willkommen. Und okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mit irgendwas anderem gerechnet. Mit so richtigen Horror-Effekten und so weiter. Aber das war ja eigentlich nur ein ganz normales Blue Jump Level. okay. Ja, kriegst du trotzdem mal ein Like. Frodelu, aber ich habe jetzt gerade mit komplett anderen Dingen gerechnet, tatsächlich. Aber okay. Frodelu, moin. Und willkommen im Stream. Exe bedeutet einfach nur ausführen. Hast du ja auch bei Computerprogrammen. Hast ja auch immer so Exe-Files bei Programmen, die du ausführst. Genau.